Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge One Piece Odyssey. Wir haben die Barock-Matrosen verfolgt hier in die Höhle, die Vivi entführt haben. Und ja, wir werden Vivi einfach mal retten, würde ich sagen. Bei Hintern versohlen. こいつらは麦わらの一味。こんなところまで追ってくるとは。見ろよ、あの紋章。バロックワークスの社。どうやらバロックワークスに関係したのは間違いないみたいね。そういうことなら、さっさと締め上げてビビちゃんの行方を聞き出そうぜ、ナミさん。 Lady が待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。 So, dann wollen wir mal ein bisschen schön aufs Maul geben. Basko! Wir haben ja auch keine Spezialaufgabe gerade, das heißt, sie dürften uns auch nicht wirklich Schaden machen können. Du musst halt wirklich einen Angriffsboost gebrauchen, Nami. Du machst halt kaum Schaden. Oni? Nakama no chikara wo misu! Ey, alle auf dieselbe Frau ist auch unhöflich. Schade, dass du offenbar nicht so viel Schaden machst bei dem Typ. Gut, das gilt aber dann auch für beide Seiten. に逆らうとどうなるか教えてやる。 Ja, daneben geht gerade noch so. Komm dem Gegner zuvor. Okay. Spezialattacke. Von welchem? Und nimm mir den Bart. Das ist der ganz links. Thank you.
Wir sind halt alle schwach gegen ihn. Oder kein, der speziell gut ausgerüstet wäre gegen ihn. Dann machen wir halt, versuchen wir die 2000 Schaden. Itturyu, yoi! Shisson son! Ja, sorry, Chopper. Aber da kam ich nicht schnell genug durch. Was ist denn mit dem Nami los? Warum konnte der so viel Schaden machen? Ja, wie hätte ich denn da jetzt mal was tun können? Das war ja unmöglich. Ich bin bescheuert. Die Aufgabe war ja unlösbar.俺はいずれ世界一の大王になる男だ。私の成長は止まらないわ。マリモのやつには負けねえ。みんなの役に立ってみせる。よーし、俺に来い。もっと強くなるぞ。 足遅かったな。ビビ王女はすでに別動隊が連れ去ったとだ。もう、もう、子供に着いた頃だろう。無駄骨だったな。ワロックワークスが社長って呼ぶなら、クロコダイルのことかな。そうだろうな。ビビを助けるため、あ、急がねえと。 Dieses seichte Grinsen und Nicken von Sanji. Wunderschön.
Ja, es klingt nach Spaß. Bisschen die Marine zu ärgern. So, dann kann ich ja hier erstmal looten. Ihr lasst euch ja weiter von mir vermöbeln. Hm? Bleibt weg, Kinder, mir ist nichts. Also bleibt einfach weg. Mhm. Was redest du da? Hinter dir steht doch eine verdächtige aussehende Kiste. Bitte alles, aber nur das nicht. Mein Boss hat mir gesagt, dass ich unter allen Umständen beschützen soll. Da möchte ich doch erst recht reinschauen. Ja, schon, ne? Aus Metall. Zum Glück haben wir ja Zorro dabei. Einen der besten Schwertkämpfer. Zorro kann binnen eines Augenblicks sogar Eisenkisten durchschneiden. Welche Wechsel zu Zorro, um sie zu zerstören? Das wussten wir doch schon eigentlich. Ach, egal. Ja, nice. Super Kraftsud. Was ist das für ein großes Rohr? Wen interessiert das schon? Wir müssen nach Abana. Wie wäre es denn Gefahr? Ich schätze, das ist eine Kanone. Das große Rohr. Und Lysop als Kanonier sollte das eigentlich wissen, dass das wohl eine Kanone ist. Das sind die gleichen Fässer wie in der Garnison der königlichen Armee. Ich gehe hier mal rum, ich loote, ich habe ja ordentlich gesiegt gegen euch. Ich finde, damit habe ich auch verdient, dass ich da einen Loot mitnehmen kann. Wenn nicht, kannst du ja nochmal gegen mich kämpfen. Kein Ding, macht einfach, was ihr wollt. Kleiner Scherz am Rande, bitte verschont mich. Na, für eine mächtige Barockfirma seid ihr alles ziemliche Lappen. Wie können wir denn... Die Barockfirma hat sich direkt ins Lager der königlichen Verteidigung reingegraben und die königliche Verteidigung hat das nicht gemerkt. Hä? Lappen? Und was? Mhm. Natürlich kann hier kein Feind rangekommen sein. Wie denn? Ganz unmöglich. Also, wo müssen wir hin? Marine. Einfach den guten Pfeil folgen. Der wird uns schon irgendwie irgendwo hinführen. Und ihr solltet das Lager nochmal überprüfen. Kann doch nicht sein, dass hier einfach Leute einen Tunnel hergraben können. Banane. Yummy. Okay, hier geht's wahrscheinlich nicht rüber. Frankie könnte eine Brücke bauen. Okay. Dann werden wir nicht Frankie benutzen und nicht diese Brücke benutzen. Nee. Wir werden bestimmt ordentlich Widerstand erleben. Yay, prügeln!
Die Marineärger muss doch sein. Ja, stimmt, da waren wir schon drin. Ja. Ja. Dann. Let's go. Ah, da leuchtet noch was. Natürlich hole ich mir erst das. Wollen die alles mitnehmen. Dass Nami in diesen Schuhen durch den Sand kommt, ist aber auch ein Meisterstück für sich. Aus dem Weg! Nicht zurückweichen. Sie wollten hier mit einer falschen Prinzessin durchkommen. In Abana herrscht schon Chaos genug. Habt ihr eine Vorstellung davon, wie viel Schaden sie anrichten könnten, wenn wir sie hier durchlassen? Ja, ich weiß. Ja, im Endeffekt sind wir die Marine. Wir sind die Guten. Mhm. Einige von ihnen sind Agenten der Borg-Firma. Was sollen wir jetzt machen, Ruffy? Das spielt keine Rolle. Wir vermöbeln alle. Es ist die Marine. Seit wann nehmen wir denn Rücksicht auf die Marine? Wir sind Piraten. Also let's go. Let's fetz. Würden sich Piraten bei der Marine zurückhalten? Macht die Marine doch auch nicht. Wir werden mit aller Gewalt durchbrechen. Ah, schön, dass Nami tatsächlich im Vorteil gegen die meisten ist. Ja, das hat ordentlich Schaden gemacht. Danke, Nami. Ah, du bist leider im Nachteil gegen den Kerl da hinten. Aber es gibt einen, wo du im Vorteil bist. Da. Dann hilf mal, Nami. Was will doch im Nachteil gegen so ziemlich jeden da? Die Frage ist, ist das relevant? Gut, dass diese Lähmungsdinger eigentlich immer daneben gehen. Ja, holen wir das Ganze nochmal. Dankeschön. Ja, du bist leider im Nachteil. Technik, das heißt, wir bräuchten jemanden mit Geschwindigkeit. Ist zwar nicht so ansehnlich wie Sanji, aber immer noch ein cooler Typ. Der den Kerl hier hoffentlich wegpustet. Danke. Wusste ich doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. So, weiter geht's. In die nächsten Reihen. Wer will als nächstes? Komm her. Oh, Smoker. Eigentlich finde ich ihn voll cool, tatsächlich. Er ist ja auch nicht wirklich auf der Seite von Crocodile. Er denkt ja tatsächlich, er beschützt die Stadt. Kemurin
まさかここに殴り込んでくるとはな。海賊風情が何を血迷ったか知らねえが、残らず捕まえて後悔させてやる。スモーカーさん、全力で行くぞ。 Schade, dass du gegen uns bist. Togeo! Oretachi, Bibi o taskeni ikunda! Bibi? Soe wa Bibi Ojo no koto desu ka? Masaka honmono no? Kaizoku no kotoba da. Shinjiru na. Sore ni oretachi no mokuteki wa akumade Mugiwara no ichimi no hobaku. この国のたどる結末に俺たちがどう関わるのか、それについて考えるのはその後だ。わかりました。スモーカーさん、ここで麦わらの一味を全員捕まえましょう。やってやろうぜ。Okay, du bist stark gegen Tashigi an sich. Isabel! Das ist stark. Okay, du gegen Smoker. Eigentlich. Wir müssen die kleinen Fische erstmal loswerden. Aber ich habe halt nicht den Vorteil gegen sie. Reine Stärke, Ruffy. Warte. Du kannst die Matrosen theoretisch schnappen. Thunderbolt! Schade, dass Smoke als nächstes dran ist. Ja, ich muss eigentlich gegen euch. Okay, er ist nicht so stark, wie ich befürchtet hatte. Immerhin das. Vielleicht was intelligent, Nico Robin dazu holen, die er immerhin betäuben kann. Ach, die ist nicht dabei, stimmt, die ist ja allein unterwegs, auch nie. Er von euch hat weniger Leben. Er hat gleich viel, glaube ich. Du. Rauchstern. Verbrennt funktioniert bei ihr offenbar gar nicht.
Gegen das Gummiband hat sie einen Widerstand. Weil, wenn das schwach steht, ist das dann... Sie ist schwach, wir sind schwach. Ich weiß es immer noch nicht. Was fände er, als wäre sie da, wir dann schwach gegen sie. Gut, sie sind nur noch die beiden wirklich wichtigen da. Stimmt, der ist noch da. Schade, dass ich den nicht gesehen habe. Gehen wir noch drei Gegner. Erst Kraft. Wir bräuchten noch jemanden mit Technik, der vielleicht dagegen ankommt. Haben wir keinen mehr. Ich hatte schon Angst. Die Attacke sah nach mehr Schaden aus. War aber an sich okay. Wäre ja auch irgendwie schön, wenn sie noch diese Tollpatschigkeit bestärken, indem sie sich selbst Schaden zufügt, während sie fällt. So, hier sind nur noch die beiden wichtigsten da. Warte, sein Angriff ist gestiegen? Nochmal mehr? Kraft. Ja, wir haben keinen mehr mit Technik. Was? Okay. Aber Zorro kann Schaden bei ihm machen. Das Schwach ist nicht mehr da. Aber sie wird nicht in Ohnmacht fallen. Weil sie nicht schreckhaft ist. Dann soll ich das nicht verwenden, schätze ich. Weil es, glaube ich, weniger Schaden macht. Was tun wir? Ruffy kann eh nichts gegen ihn machen. Und gegen... gegen das Mädel ist er irgendwie schwach, okay. Geschwindigkeit. Haben wir beide schon die Geschwindigkeit besitzen.
Du solltest das Mädel angreifen. Ich frage mich, ob Captain Smoker immun gegen Rauchbomben ist. Vielleicht sollten wir sowas auch mal testen. Wieso ist unser normaler Schwertangriff auch nicht effektiv? Aber unser Spezialschwertangriff ist effektiv. Okay, der Matt ist mega Schaden machen. Vielleicht soll ich Ruffy austauschen. Ich glaube, Sanji macht mehr Schaden als Ruffy. Er hat zumindest eine Attacke, die mehr Schaden macht als die von Ruffy. Wenn er damit irgendeinen Schaden auslöst. Okay, gut, das funktioniert. Wie soll ich denn Smoker mit Ruffy besiegen? Wenn er von Ruffy keinen Schaden bekommt. Aber von seinen normalen Angriffen bekommt er ja auch keinen Schaden. Hä? Oder nur manchmal nicht. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Okay, wir tauschen dich, glaube ich, mal aus gegen Ruffy dann. Schwierig? Was sind denn hier bitte billige Tricks? Hier gibt's keine billigen Tricks. Warum muss ich heilen? Schwierig. Aber es war schon wichtig, Zoro zu heilen. Er macht definitiv am meisten Schaden bei Smoker. Autsch. Yosh. Ikku. Soko to ne. Koitsu. Tsue na. Gomu gomu no. Okay. Das hat nicht gereicht. Was? Da ist noch Leben übrig? Okay, ich würde sagen, wir heilen Sanji mal.
Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen die Vitaläpfel noch für später. Ori! Taskatta! Ich will natürlich die Sache mit Ruffy beenden. Ich kann doch nicht nichts tun, glaube ich. Angriff senken. Das ist doch was. Das war echt ein bisschen schwerer Kampf. Aber naja, es war ja auch ein Smoker. なめたこと言ってると愚すぞクソケシ。てめえには関係ねえだろうが、引っ込んどけクソゴケ。私の成長は止まらないわ。このキャプテンウソップに不可能などない。よっしゃ。いい調子だ。 待ちやがれ、麦わら。なんだよ、しつこすぎるぞ、煙。構うなルフィ。今はアルバーナに向かうことが先決だ。パラパラパラパラパラ。どうして？例の偽国王事件で暴れて再び集まってきました。そんなもん、てめえらで片付けろ。それが麦わらの一味を逮捕するため、菜の花からも海兵を送ってしまい、数が足りないのです。 Schön. Da war er dann doch noch vernünftig. Das sieht ziemlich hübsch aus. Bibi, wo ist sie? Ich glaube, es ist ein Hochhaus. Das war auch so, oder? Als wir uns erreicht haben, war sie vor dem Palast. Ja, so ist es. Luffy und Saika haben sich vor dem Palast getroffen. Diesmal ist Luffy hier. Schnell gehen, sonst ist Bibi gefährlich. Was denn mit euren Vergangenheits-Ich? Ah, ich mag die Musik sehr gern, die er spielt. Schrott. Ein Speicherpunkt wäre nett. Das scheinen wir nur keinen zu bekommen. Was ist eigentlich mit dir los? Was für ein Patzer, wir haben die Rebellenarmee durchbrechen lassen. Bitte, ihr muss helfen, das Burgtor an meiner Stelle zu verteidigen. Ich find's auch cool, wie anmutig Nami immer diesen Stab schwingt. Wenn wir wohl nicht durchkommen. Weiß sie denn überhaupt, was Krieg ist? Hatte sie sowas wie Krieg schon erlebt auf ihrer Insel?
will eigentlich gar nicht kämpfen gegen sie. Aber ich will natürlich erstens die Würfel und zweitens das Geld, was hier rumfliegt. Schweres Geschütz haben sie dabei. Du bist Tempo. Ja, dann dürfen noch Raffi und Sanchi sehr gut gegen uns sein. Dann bringe ich ihre fetten Waffen aber auch nichts mehr. Diese Technik. Ja, gegen die kannst du natürlich nicht wirklich viel machen. Wo ist Nami? Dankeschön fürs Einspringen. Nur ein bisschen mehr Angriffskraft bei dir würde schon helfen. Dann wäre der Typ jetzt One-Hit gewesen. So praktisch. Stell dir mal vor, ihr seid, könnt überall sein und überall habt ihr einen wunderbaren Koch dabei, der euch jederzeit was machen kann. So, dann schauen wir doch einfach mal, dass wir ein Item dabei haben. Nami. Mehr Angriff. Was hast du denn aktuell ausgerüstet? Verteidigung Boost. Auch mehr Angriff. Lebenspunkte kann eigentlich weg. Dafür kann noch mal mehr Angriff dazu. Oh, das ist viereckig. Nicht viereckig, sondern das. Ha! Ich glaube, hier muss ich ihn mal neu ausrüsten. Mumm und Lebenspunkte sind weg, ja. Ist okay, glaube ich. Ich könnte aber auch mal den Rest der Strohbande eigentlich Sachen geben. Lebenspunkte erhöhen finde ich irgendwie lame.
Die Musik erinnert mich total an Luther Garibik. Klar, kann ich jetzt zum Händler, was? Vitaläpfel kaufen, damit ich welche hergeben kann, wenn ich gefragt werde. Jetzt brauche ich nicht wirklich was. Ja, sollte uns das interessieren. Wenn sie uns den Weg versperren zu Vivi, werden wir uns den Weg freiräumen müssen. Egal, ob sie zur Armee gehören oder nicht. Und was können wir denn in der Bar machen? Weitere Steckbriefe annehmen. Noch zwei sind in Auftrag. Ich könnte hier keine neuen mitnehmen, leider. Ich schmeiß eine Party. Kleidung wechseln. Haben wir denn andere? Nö. Was bringt es mir, eine Party zu schmeißen? Gehält werde ich ja auch an den Speicherpunkten. So. Und dann würde ich sagen, wir beenden hier mal die Folge. Und beim nächsten Mal retten wir Vivi im Palast. Und wahrscheinlich verprügeln wir Mr. Crocodile. So wie wir es mit dem Rauchmann gemacht haben. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye!